Hallo, in diesem Beispiel schauen wir uns die Grundbegriffe des Qualitätsmanagements bezogen auf eine konkrete Messung an. Hier haben wir diese Messung eben dargestellt. Das Bild ist aus dem Lehrbuch Qualitätsmanagement für Ingenieure von Gerhard Linz, dritte Auflage, Seite 15. Und das ist eben eine konkrete Messung, ein bestimmtes Bauteil hier wird in Bezug auf seine Länge gemessen. Okay. Und wenn wir uns hier, und hier oben ist eben das Messgerät und dieser Bereich ist relativ klein, das können wir uns vergrößert anschauen. Und wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, dass die Messung in Hundertstel Millimeter vorgenommen wird. Und es gibt hier einen bestimmten Zielwert, der eben quasi vorgegeben ist. Das ist der perfekte Wert quasi, der geplante Wert. Die Messung darf hier bis zu 0,1 mm nach links oder nach rechts abweichen. Und für die messende Person sind die beiden Grenzwerte praktischerweise optisch eben durch diese Schieber hier eingetragen, so dass man im konkreten Fall nicht unbedingt den Messwert ablesen muss, sondern eben einfach nur gucken, ob der Zeiger im Rahmen dieser beiden Schieber ist. Und wir nehmen dieses einfache Beispiel, um uns die Grundbegriffe des Qualitätsmanagements zu verdeutlichen. Der erste Grundbegriff ist die Einheit. Laut Definition ist die Einheit der materielle oder immaterielle Gegenstand der Betrachtung, also das, was einzeln beschrieben oder betrachtet werden kann. Und das, was wir hier betrachten, ist das betrachtete, ist das abgebildete Bauteil, also das hier. Das ist unsere Einheit, auf die wir uns in dem Beispiel beziehen. Wichtig ist, dass auch die Kombination verschiedener Einheiten als Einheit betrachtet werden kann. Simpelster Fall wäre eben das fertige Produkt, was man insgesamt als Einheit betrachtet, nämlich das Produkt, in dem dieses Bauteil eben verbaut wird. Und je nachdem, welche Ebene, Betrachtungsebene wir wählen, schauen wir uns natürlich auch andere Aspekte von Qualität an. Das fertige Produkt, da messen wir Qualität anhand von anderen Kriterien als hier bei dem einzelnen Bauteil. Bei dem einzelnen Bauteil schauen wir uns zum Beispiel hier diese Länge an. Genau, das war die Einheit. Der nächste Grundbegriff ist das Merkmal. Das Merkmal ist definiert als kennzeichnende Eigenschaft. Und dabei kann man unterscheiden zwischen inhärenten Merkmalen und zugeordneten Merkmalen. Inhärent bedeutet nichts anderes als innewohnend, also etwas, was genau diese Einheit ausmacht. Zum Beispiel die Länge der Einheit, die Breite, das Gewicht, der Preis, die Farbe und so weiter. Und zugeordnete Merkmale sind dagegen Sachen, sowas wie Kategorien oder sowas ähnliches, also etwas, was sich nicht direkt selbst aus der Einheit ergibt, sondern was im Nachhinein dazu definiert wird. Und bei Qualität geht es immer nur um inhärente Merkmale. Und das Merkmal, um das es hier in diesem Beispiel geht, ist natürlich die Länge des Bauteils. Und direkt damit verbunden ist die sogenannte Ausprägung oder der Merkmalswert. Das ist der konkrete Wert, der sich für das Merkmal bei dieser Einheit ergibt. Und hier ist die Ausprägung der Wert, der sich laut der Messskala als Länge für das Bauteil ergibt. Also hier realisierte Beschaffenheit wird das in dem Bild genannt. Der nächste Grundbegriff ist die Beschaffenheit, hat direkt mit Merkmal und Ausprägung zu tun. Laut Definition ist die Beschaffenheit die Gesamtheit der inhärenten Merkmale einer Einheit plus die Ausprägungen dieser Merkmale. Und bezogen auf unser Bauteil hier ist die Beschaffenheit eben die Summe der inhärenten Merkmale dieses Bauteils plus die Ausprägungen der Merkmalswerte. Das ist grafisch schwer darstellbar, weil in diesem Bild hier geht es ja, in der Abbildung geht es nur um die Länge. Als Tabelle kann man es aber besser verstehen. Und zwar können wir hier immer zwischen Merkmal und Ausprägung unterscheiden. Das eine ist eben quasi die Kategorie, das andere ist der Messwert für diese Kategorie. Das könnte für dieses Bauteil natürlich einmal die Länge sein. Nehmen wir an, das ist ganz hypothetisch hier mit 0,6 mm gemessen. Dabei ist die Länge das Merkmal und 0,6 mm ist die Ausprägung für dieses Merkmal. Es gibt auch noch mehr Merkmale, die wir uns vorstellen können. Zum Beispiel könnte relevant sein die Breite und so weiter und so weiter. Und alles das zusammengenommen, also diese ganze Tabelle, die wir dann für das Bauteil erstellen können, das alles zusammengenommen ist
die Beschaffenheit dieses Bauteils. Und wenn wir uns aber jetzt tatsächlich nur für das eine Merkmal des Bauteils interessieren, nämlich hier die Länge, dann ist die Länge auch gleich der Beschaffenheit des Bauteils, weil wir ja gar keine anderen Merkmale uns anschauen würden. Genau, sorry, das war jetzt zu spät. Die Beschaffenheit ist quasi die gesamte Tabelle. So, der nächste Begriff, den wir uns anhand des Beispiels verdeutlichen wollen, ist die Einzelforderung. Und zwar ist die Einzelforderung die konkrete Forderung an ein bestimmtes Merkmal der Einheit. In unserem Beispiel ist eine Einzelforderung, dass die Länge des Bauteils einen bestimmten Zielwert nicht zu stark unter- oder überschreitet. Aber wie wir eben festgehalten haben, kann es ja je nach Kontext noch andere relevante Merkmale des Bauteils geben, wie zum Beispiel Breite, Gewicht und so weiter. Und die Anforderungen an diese Merkmale werden auch jeweils in Einzelforderungen festgehalten. Und zusammengenommen spricht man dann eben von Qualitätsforderungen. Definiert ist die Qualitätsforderung also als die Gesamtheit der betrachteten Einzelforderungen an die Beschaffenheit einer Einheit in der betrachteten Konkretisierungsstufe. So, das Wort ist neu, Konkretisierungsstufe, deswegen schauen wir uns das nochmal hier an. Mit Konkretisierungsstufe ist gemeint, dass Einzelforderungen und damit Qualitätsforderungen auch schon bei der Planung des Bauteils gestellt werden können oder erst später bei der Warenausgangsprüfung, bevor wir die Teile verschicken. Was für einen Unterschied macht das? Das sehen wir hier in der Tabelle. Bei der Planung wird dann zum Beispiel in der Anforderungsanalyse festgehalten, was denn das Bauteil an Funktionen erfüllen soll. Hier steht zum Beispiel konkret, die Länge muss ausreichend sein, um zwei Bleche miteinander zu befestigen. Hier würde es gar keinen Sinn machen, schon irgendwelche konkreten Werte hinzuschreiben als Einzelforderung, sondern hier geht es erstmal um funktional, was das Bauteil erfüllen muss. Und später, wenn wir dann konkreter werden und dann schon konkret das einzelne Bauteil bauen wollen, dann überlegen wir uns genau, was dieses Bauteil erfüllen muss und das wird dann typischerweise zum Beispiel im Pflichtenheft festgehalten und da könnte dann sowas stehen, dass zum Beispiel die Länge 100 mm sein soll plus minus 0,5 mm. Okay, und dann ist das Bauteil in der Lage, diese funktionale Forderung auch zu erfüllen. Und das ist dann eben eine andere Konkretisierungsstufe als hier oben bei der Anforderungsanalyse. Aber wir können auch, wenn das Bauteil dann fertig ist, später und dann mehrere tausend Bauteile in einem Karton liegen und fertig zum Verschicken sind, auch dann können wir noch Qualität prüfen, nämlich in der sogenannten Warenausgangsprüfung. Bevor die Bauteile das Haus verlassen, gibt es im Rahmen des Qualitätsmanagements oft eine sogenannte Warenausgangsprüfung. Und jetzt, wenn wir einen Karton mit mehreren tausend Bauteilen haben, würde es keinen Sinn machen, jedes einzelne Bauteil nochmal einzeln zu messen. Das würde zu lange dauern. Daher wird auf dieser Konkretisierungsstufe eher eine Stichprobe aus dem Karton gezogen, also eine Schippe. Und für diese Stichprobe misst man nochmal nach und bildet daraus dann einen Mittelwert. Und dieser Mittelwert wird dann interpretiert als stellvertretend für die ganze Grundgesamtheit, also den Karton. Ne? Das ist Statistik. Und wenn dieser Mittelwert dann einen bestimmten Grenzwert erfüllt, entsprechend irgendeiner ISO-Norm in Bezug auf irgendein statistisches Prüfmaß und auf ein bestimmtes Prüfniveau, dann ist die Warenlieferung okay von der Qualität her und kann das Haus verlassen. So, mit den Begriffen, die wir uns jetzt angeschaut haben, können wir uns den Begriff Qualität endlich ein bisschen konkreter anschauen. Eine übliche allgemeine Definition für Qualität ist diese hier. Qualität ist der Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt. Sehr allgemein gehalten, aber Sie erkennen da schon bestimmte Wörter wieder. Der Satz der inhärenten Merkmale ist nichts anderes als die Beschaffenheit des Bauteils. Wenn wir es uns einfach machen und sagen, es kommt bei dem betrachteten Bauteil wirklich nur auf die Länge an, dann ist die gemessene Länge des Bauteils, also dieser Wert hier, die Beschaffenheit des Bauteils. Weil das ist ja die Gesamtheit aller Merkmale, weil wir keine anderen Merkmale betrachten. Und die Anforderungen, die hier in der Definition stehen, das ist nichts anderes
als die Qualitätsforderung, also die Gesamtheit der Einzelforderungen an das Bauteil. Auch hier, wenn wir uns nur die Länge anschauen, dann ist ja die Forderung in Bezug auf die Länge gleich der Qualitätsforderung, also Einzelforderung gleich Qualitätsforderung, weil wir keine anderen Einzelforderungen haben. Und hier konkret wäre eben die Forderung, dass das Bauteil einen bestimmten Zielwert plus minus 0,15 mm hat. Und was ist denn dann konkret Qualität in unserem Beispiel? Qualität ist ja hier in dieser Definition der Grad, in dem die Anforderungen erfüllt werden. Und die einfachste Art, hier Qualität zu sehen, ist zu fragen, ob die Anforderung erfüllt ist oder nicht. Also eine diskrete Ja-Nein-Frage. Das Bauteil, das hier abgebildet ist, ich mache mal hier ein paar Sachen weg, damit wir es besser erkennen können. Das Bauteil, das hier abgebildet ist, liegt von der Messung her innerhalb des Bereichs der Qualitätsforderung. Also würden wir sagen, liegt Qualität vor für dieses Bauteil. Wenn nicht, dann nicht. Aber man kann Qualität natürlich auch stetig verstehen. Das ist auch das, wie die Definition hier verstanden werden könnte. Es ist der Grad, in dem die Anforderungen erfüllt werden. Zum Beispiel könnte man prozentual festhalten, wie nah denn die Messung an dem Zielwert ist. Okay? Und wie denn Qualität konkret in der Realität im Kontext verstanden wird, das hängt total vom Kontext ab. Und vom Qualitätsmanagement des jeweiligen Unternehmens. Genau. Manchmal kann es auch ausreichen, einfach nur mit dem Augenmaß zu gucken, ist die Messung innerhalb des Korridors. Manchmal brauchen wir genauere Angaben. Damit kommen wir jetzt zum letzten Grundbegriff, nämlich dem Qualitätsmanagement. Die allgemeine Definition von Qualitätsmanagement ist, aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität. Was heißt das konkret für unser Beispiel? Wir sagen ja, zum Beispiel vereinfachend, dass Qualität des betrachteten Bauteils vorliegt, wenn die gemessene Länge innerhalb der Qualitätsforderung liegt. Dann beinhaltet das Qualitätsmanagement in Bezug auf dieses Bauteil alle bewussten Maßnahmen im Produktionsprozess und vorher und nachher, die darauf ausgerichtet sind, die Qualität jedes Bauteils sicherzustellen und zu verbessern. Zum Beispiel könnte eine QM-Maßnahme gewesen sein, diese sichtbaren Schieber hier am Messgerät einzuführen. Weil wenn das nicht da ist, dann muss die messende Person ja jedes Mal genau gucken, ob hier diese Grenze überschritten wird oder nicht. Und so ist es optisch viel besser einzuschätzen und die Qualitätsprüfung kann schneller vorangehen. Qualitätsmanagement ist auch, dass festgelegt wird, ob wir wirklich jedes Bauteil messen müssen und wenn nicht, in welchen Intervallen die Bauteile gemessen werden. Qualitätsmanagement ist auch, ob die messende Person denn diese Messung dokumentieren muss und in welcher Form das dokumentiert wird und in welcher Form das dann weitergegeben wird und an wen. Qualitätsmanagement ist aber auch, wenn Maßnahmen ergriffen werden, um die Qualität zu steigern. Zum Beispiel, wenn wir feststellen, dass die Ausschussquote zu hoch wird oder die Reklamationsquote wird zu hoch. Die Maßnahmen, die wir dann ergreifen, um die Qualität dieses Bauteils zu erhöhen, das ist auch Qualitätsmanagement. Und ich hoffe, und Qualitätsmanagement umfasst eben noch viel mehr alles, was die Qualität dieses Bauteils beinhaltet. Und das Qualitätsmanagement an sich für die ganze Organisation ist eben alles, was mit der Qualität im Betrieb zu tun hat. Und ich hoffe, Sie merken, dass Qualitätsmanagement sehr viele Facetten haben kann, sogar nur in Bezug auf dieses eine Bauteil. Und weil das so ist, ist es in der Regel auch nötig, dass die Abteilung Qualitätsmanagement sehr weitreichende Befugnisse hat, also quasi direkt unterhalb der Unternehmensleitung angesiedelt ist. Und außerdem sehen Sie hoffentlich, wie wichtig das Thema Dokumentation in Bezug auf die Qualität ist. Denn wenn wir Messungen und Maßnahmen nicht ordentlich festhalten, ist Qualitätsmanagement nichts anderes als ein großes Ratespiel. Das war's.